Stuntman Pierre Arnault möchte mit seinem Sportwagen über einen 30 Meter breiten Fluss springen. Der Höhenunterschied der beiden Uferseiten beträgt 12 Meter. Frage: Mit welcher minimalen Geschwindigkeit sollte Pierre Arnault den Sprung wagen? Angegeben sind hier diese Höhe A, sie beträgt 12 Meter, und diese Breite R, sie beträgt 30 Meter. Gefragt wird die Anfangsgeschwindigkeit V0, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Und um die herauszufinden, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Der Ursprung liegt an diesem Punkt, die X-Achse ist horizontal, nach rechts orientiert, mit der Einheit 1 Meter, die Y-Achse ist vertikal, nach oben orientiert, mit der Einheit ebenfalls 1 Meter. Wir untersuchen hier die Bewegung von diesem Punkt. Diese Bewegung zerlegen wir in die Bewegung längs der X-Achse und die Bewegung längs der Y-Achse. Auf diesem Massepunkt wirkt in jedem Augenblick die Gewichtskraft. Also wirkt keine horizontale Kraft auf diesen Massepunkt, und je nach dem Trägheitsgesetz muss dieser grüne Punkt sich also auf der X-Achse in BGB befinden. Die konstante Geschwindigkeit muss also gleich zu dieser Anfangsgeschwindigkeit sein und die zurückgelegte Distanz x ist gleich zu dieser konstanten Geschwindigkeit V0 mal die Zeit t. Da die Gewichtskraft vertikal auf den Massepunkt wirkt, ist sie parallel zur Y-Achse und demzufolge je nach dem Grundgesetz der Dynamik, das zweite Gesetz von Newton, muss dieser Punkt auf der Y-Achse sich in GGWB befinden. Das bedeutet, die Geschwindigkeit V-Index Y von diesem Punkt auf der Y-Achse ist gleich zu minus G mal T, wo G die Fallbeschleunigung darstellt, und die zurückgelegte Distanz ist gleich zu dieser Anfangsdistanz H minus GT Quadrat halbe. Diese zwei Minuszeichen kommen daher, dass die Fallbeschleunigung G nach unten orientiert ist, die Y-Achse aber nach oben. Wir konzentrieren uns auf diesen Landepunkt. Zuerst die Y-Achse. Für diesen Landepunkt gilt Y gleich 0. Aber es gilt auch auf der Y-Achse Y gleich h minus gt Quadrat halbe. Wenn wir also hier Y durch diese 0 ersetzen, dann bedeutet das, dass diese Zeit t die Dauer von diesem Fall ist. Bestimmen wir zuerst diese Zeit t. Wir ersetzen also y durch 0, so ergibt das gt Quadrat halbe gleich h. Demzufolge gilt, dass t die Quadratwurzel von 2h auf g ist. Wir ersetzen h durch 12 und g durch 9,81 und finden so, dass die Dauer von diesem Fall ungefähr 1,56 Sekunden beträgt. Jetzt schauen wir auf der X-Achse.
Wir wissen, dass x gleich ist zu v0 mal t. An diesem Punkt ist die Zahl x aber auch gleich r, also so. Demzufolge muss v0 gleich r geteilt durch t sein. R ersetzen wir durch 30 und die Zeit t ersetzen wir durch die gerade gefundene Zeit 1,56. Und somit finden wir, dass die Anfangsgeschwindigkeit ungefähr 19,2 Meter pro Sekunde beträgt. Die Frage lautet, mit welcher minimalen Geschwindigkeit sollte Pierre Arnaud den Sprung wagen? Also runden wir hier auf 20 Meter pro Sekunde und empfehlen Pierre Arnaud, diesen Sprung zu wagen mit einer Anfangsgeschwindigkeit, die größer gleich 20 Meter pro Sekunde beträgt.